Ich kann mich an nichts anderes erinnern als ans Autohaus in meiner Kindheit. Wir hatten tatsächlich im Flossinger 23 gewohnt, als ich sag mal, das Denken angefangen habe. Und was wir gemacht haben, ist auch, wir haben auf dem Hof gespielt, zwischen den Autos gespielt. Und waren dann auch in der Werkstatt, haben dann da schon die ersten zerlegten Autos gesehen, haben diesen Ölgeruch, den diese Werkstatt heute noch hat. Die riecht heute noch genauso wie vor 45 Jahren. Ne? Als ich das Denken angefangen hatte, diesen Geruch hat die heute noch. Deswegen liebe ich dieses Gebäude immer noch. Ich bin froh, dass es dieses Gebäude auch immer noch gibt. Mein Vater war leidenschaftlicher Motorsportler. Damals war in den 60er und 70er Jahren, ging er dann gerade so diese Rallye-Szene los. Autoslalom gefahren, ist Rallye gefahren. Gerade mit dem da, mit diesem Käfer, der da hinter mir steht. Das Auto ist praktisch mein Leben. Ich kenn das mein Leben lang. Das sind die ersten Bilder vom Anger in Coburg, als wir zur Olympiarallye gestartet sind. Olympiarallye Kiel-München, 3500 Kilometer, 1972, in der vorolympischen Woche. Er ist damit gefahren, wir haben uns alle Super 8 Filme angeguckt, wie er 1976 die RAC in England gefahren ist. Da war die letzte Rallye im Jahr. Sind die durch die englischen Wälder gehaust. Wir sparen drücken, ne? Alles Linksverkehr, da wird es ein ganz Blümmerrand. Noch 30 Sekunden bis zum Start zur ersten Schleife. Die erste Schleife beträgt am Tag 450 Kilometer. Der Verkehr, allmächtiger Gott. Aui, den muss ich da reingewetschen. Aui, aui, aui. Alles, rennen Sie. Es ist alles drauf auf dem Dumbo. Ja, ja. Da will ich. Haben wir natürlich auch weiterhin Benzin geschnuppert und auch das Autofahren gelernt, muss man auch sagen. So einen Käfer muss man erst einmal jenseits der Driftgrenze mal bewegen. Das macht Spaß und man lernt fürs Leben damit. Seit 1948 sind wir mit VW unterwegs. Damals natürlich nur der Käfer, was anders gab es ja nicht. Alten, umgebauten Kübel sind wir dann da runtergefahren mit zwei roten Nummern. Hat dann 8 Käfer abgeholt, an vorderen Käfer rote Nummer ran und an den letzten Käfer eine rote Nummer ran und ist dann im Konvoi mit 8 Autos vom Bahnhof hier in die Firma gefahren. Und hat sie dann in dem Gebäude, wo wir jetzt sitzen, hier in dieser Werkstatt, waren Regale drin, wo Käfer eingelagert waren. Wenn einer einen Käfer haben wollte, dann war es nicht so, wie es heute ist. Ja, ich stelle mir einen zusammen und ich hätte gern diese Radio und diese Farbe und diese Sitze, sondern einfach guck da, welchen willst du haben. Fertig, gab es kein Bestellwesen. Ich hatte nie vor, irgendwelche Führungstätigkeiten in irgendeinem Autohaus zu machen. Ich war eigentlich zur damaligen Zeit mit der Situation, schrauben zu dürfen, reparieren zu dürfen, ganz zufrieden. Wie kam ich zur Firma Ernst? Genauso wie das wahrscheinlich heute noch jeder macht. Bewerbungen geschrieben. Eine davon war auch bei der Firma Ernst. Es war nicht meine erste Wahl, das muss ich jetzt leider mal ganz ehrlich so sagen. Und so war der erste Arbeitstag, der 1.9.1975. Wir hatten also zur damaligen Zeit einen Personalstand von weit über 100 Leuten. Ja, und da hat mich so ein bisschen die Existenzangst gepackt nach der Bundeswehr. Die anderen 8 Kollegen, die mit mir die Lehre begonnen hatten, die waren mittlerweile schon alle gegangen oder mussten oder sind entlassen worden. Da habe ich mir gedacht, du musst dir irgendeinen beruflichen Vorteil verschaffen, wenn du dich irgendwo in einem anderen Betrieb als Kraftfahrzeugmechaniker bewerben möchtest. Und obwohl ich eigentlich der jüngste Mechaniker hier vor Ort war, bin ich wohl auserkoren worden, dann von heute auf morgen eine Werkstattleitung zu übernehmen. Bist mit 25 der jüngste Monteur in der Werkstatt. Alle anderen
sind deutlich älter. Du warst also im Prinzip derjenige, der vor Jahren noch für die Mitarbeiter das Frühstück geholt hat und warst plötzlich der Vorgesetzte. Das musst du erst mal schaukeln, das ist nicht so einfach. Auf Augenhöhe mit meinen besten Leuten zu arbeiten, also das ist mir wichtig, den technischen Stand von heute auch noch zu halten. Aber ja, so sind mittlerweile fast 44 Jahre in der Firma Ernst zusammengekommen. Die Firma Ernst ist 1926 in der Karlstraße gegründet worden. Da hat der Willi eine Werkstatt gehabt für Blechreparaturen aller Art. Er hat dort unter anderem zum Beispiel Nachttöpfe gelötet, die undicht geworden sind. Und es war hier alles, das war Itzau, hier war nichts. Hier war genau nichts. Diese vier Tore vor der Werkstattauffahrt, das ist die Keimzelle. Die ist seit 1931 gebaut worden, 1932 in Betrieb gegangen. Dieser Einstieg in das Autohaus, der kam eher aus dem Herzen als aus der Ausbildung oder aus der schieren Strategie, sondern eher dazu, ey, das muss weiterleben. Ich bin tatsächlich gelernter und fertiger Radio- und Fernsehtechnikermeister, Handwerksmeister 1995 geworden. Dann bin ich 8 Wochen nach Irland gegangen mit dem Rucksack, habe mir da überlegt, was ich so machen will in meinem Leben. Bin dann wieder zurückgekommen, habe mich mit meinem Bruder getroffen. Dann haben wir uns beide überlegt, das machen wir. Wir wollen in die Firma gehen und wir wollen die Firma wie einen Verein führen. Beim Verein ist das Ziel, dass alle das Gleiche denken. Sie sind alle im Zwecks dem gleichen Sinn im Verein. Und dann ist auch die Führungsstruktur ziemlich flach und dann kannst du das machen. Oh ja, das machen wir, alles klar, zack. Wir haben in den letzten Jahren ganz gut geschafft, junge Leute nachzuziehen aus dem eigenen Stamm, die sich mittlerweile so gut entwickelt haben, Führungsaufgaben übernehmen. Ja, also da bin ich schon richtig stolz drauf, also auf die Truppe. Und wenn man das jetzt so Revue passieren lässt, bin ich ja nun mittlerweile vom ehemals jüngsten Mann in der Werkstatt ja, mittlerweile zum Ältesten geworden. So der Werdegang. Das Thema Familienbetrieb spielt für mich eine Riesenrolle, muss ich sagen. Es ist halt so, gerade in einem kleinen Betrieb oder kleinerem Betrieb ist es halt so, man kennt jeden. In größeren Firmen, was man halt so hört aus dem Bekanntenkreis, ist man meistens nur irgendeine Stempelnummer. Das ist hier schon deutlich anders. Im Ernst bin ich 1996 nach meinem Schulabschluss gekommen. Ja, sollte sich danach herausstellen, dass das kein großer Fehler war. Im Prinzip bin ich der Draht zwischen Chef, der die Ideen hat, die oder die wir haben, die wir zusammen ausarbeiten und einfach integrieren. Ich denke, dass wir heute schon der Konkurrenz 2-3 Jahre, wenn nicht noch mehr, voraus sind. Wenn man sieht, wir sind der erste Carsharer in Coburg. Das ist was, was es vorher in der Art noch nicht gegeben hat, was es in Großstädten überall eigentlich schon gibt. Ja, im Prinzip ist es so, wenn man verrückte Ideen hat, die trägst du unserem Chef vor. Der findet es zwar auch verrückt, aber es wird trotzdem umgesetzt. Sehen, dass was vorwärts geht, das ist mein Antrieb, nicht auf der Stelle zu stehen. 1996 ist mein Bruder und ich sind ins Unternehmen eingestiegen. Mein Bruder hat sich dann aber anders orientiert. Der ist studierter Fahrzeugtechniker und ist dann wieder mehr in die Technik, arbeitet heute in der Industrie. Ich habe dann 2004 bin ich dann in die Geschäftsführung eingetreten und da bin ich heute noch. Mein Vater ist dann bedauerlicherweise 2016 gestorben, sodass ich jetzt alleiniger Geschäftsführer hier in dem Unternehmen bin. Und 2026 werden wir 100 Jahre alt. Die Firma Ernst ist eine einzig riesengroße Familie. Sie war schon immer eine Familie, weil sie auch ein Familienunternehmen ist. Ich betrachte die Firma Ernst mit all ihren Mitarbeitern tatsächlich auch als meine Familie. Die Firma Ernst ist authentisch, die Firma Ernst ist geradeaus. Ja, ehrlich ist es einfach. Wir sind einfach ehrliche Leute. Wir sagen, was gemacht werden muss. Und wir sind sparsame Leute. Wir verhelfen den Leuten zur Freude an ihrem Fahrzeug, ohne dass sie das Gefühl haben, irgendwie, ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt alles stimmt, was der erzählt. Nö.
Weil das, was Hersteller und Politik und so weiter mit uns und dem Thema Auto treiben, kann ja schon mal die Lust an dem Ganzen vergällen. Aber wenn du dann hier reingehst, diesen alten Geruch atmest und die strahlenden Gesichter der Mitarbeiter siehst, das ist einfach, was Schöneres gibt es nicht für mich. Wenn ich das nicht hätte, würde ich was anderes machen. Was dann auch so ein bisschen mein Ding ist, das Alte auch zu erhalten. Von Classic Parts in Wolfsburg sind wir da einer von 40 Werkstätten in Deutschland, die eben diese klassischen Oldtimer, also die klassischen VWs reparieren und auch reparieren können, weil wir auch das Wissen noch da haben. Jetzt stehe ich da hier vor einem VW Transporter T1, Baujahr 65. Der Motor ist schon ausgebaut, auch schon teilweise zerlegt. Das Wohnhaus von der Maus, die da sich schon eingerichtet hat, ist jetzt auch wunderschön zu sehen. In der Hand halte ich den Vergaser, gutes altes Stück, Vollstromvergaser, den wir dann zerlegen werden, sprich das Oberteil abbauen, die Schwimmerkammer raus, die verschiedenen Düsen abschrauben, zerlegen, reinigen, neu justieren und mit neuen Membranen und neuen Dichtungen dann wieder zusammensetzen. Wir kriegen teilweise aus Fürth, aus Hof, überall her alte Autos her, die wir nicht restaurieren, sondern einfach die Technik in Schuss halten, weil wir es einfach noch wissen. Doppelvergaser, so wie bei deinem Käfer, einen Doppelvergaser zu synchronisieren, dass die zwei Zylinderbänke gleich laufen, das kriegt keiner mehr hin, weil er auch das Werkzeug nicht mehr hat, um diese Synchronisation hinzubringen. Also ein Ereignis während meiner gesamten Dienstzeit, das mir also immer in Erinnerung bleiben wird, ist das 24-Stunden-Rennen. Also wir fahren 24-Stunden-Rennen. Schnapsidee, das ist eine typische Schnapsidee. Das ist total geil. Nürburgring, grüne Hölle, Nürburgring. So, ja, das machen wir. Was nehmen wir denn dazu? Ja, dann nehmen wir meinen Jubiläumskäfer. Da haben wir einen Motor von Rennmotoren Bernauer eingebaut. Sind tatsächlich 1999. Zur Himmelfahrt mit zwei Wohnmobilen, einem LT28 vorne dran, dem Sportanhänger mit dem Käfer hinten drauf und mit meinem Werkstattmeister und seinem damaligen besten Käferschrauber, dem Schaschi, nach Nürburgring gefahren und sind dann tatsächlich 24-Stunden-Rennen gefahren. So das Gefühl gehabt, dass wir auch dann vor dem Nürburgring mit dem Fahrzeug stehen, nicht immer so genau wussten, wo denn eigentlich der Eingang ist. Wir waren eigentlich auch der Meinung, dass wir da schon irgendwie Paroli bieten können. Haben dann allerdings beim ersten Training schon merken müssen, dass es da gewisse technische Defizite gab, die man also dann in Nacht und Nebel und mit einer Nachtreparatur noch halbwegs auf die Reihe kriegen mussten. Mein Chef ist damals gerade selber gefahren, der Joachim. Und er war also dann letztendlich auch der wohl den Motor geschrottet hat. Das erste Mal nachts über die grüne Hölle gefahren. Ich habe die Rennstrecke nicht mehr erkannt. Hat es mir kurz vor Breitscheid hinten ein Pleuel abgerissen. Motor geklingelt, zack, Motor fest. Dann sind die zwei Jungs mit dem Ersatzmotor in den LT gestiegen und sind um den ganzen Nürburgring außen rum gefahren, runter nach Breitscheid. Da haben wir dann von einem Wohnmobil den Stecker runtergezogen, dass wir Strom gehabt haben, haben den Biertisch geklaut, haben den Käfer hochgebockt, haben die vier Schrauben aufgemacht, um den Motor zu ziehen, den anderen Motor eingebaut. Das Wohnmobil wieder angesteckt, den Biertisch mit natürlich ein paar Ölflecken und ein paar Kratzern wieder hingestellt. Und dann bin ich wieder auf die Rennstrecke gefahren und dann bin ich wieder weitergefahren. Joachim konnte weiterfahren. Wir haben also dann auch mit dem Ersatzmotor das 24-Stunden-Rennen beendet. Also war das für mich einfach ein Erlebnis, das werde ich sicherlich nie vergessen. Und dann hat sich ein australischer Rennstall einen Beetle gebaut und ist da auch mitgefahren. Und nach 24 Stunden, 16 Uhr Zielanlauf, ist mein Bruder gefahren. Ich bin damals Stadt gefahren, er ist Ziel gefahren. Haben die sich zufällig auf der Döttinger Höhe, auf der langen Geraden, bevor es auf die Zieleinfahrt kommt, haben die sich zufällig getroffen, sich angeguckt und so gemacht und sind dann gemeinsam über die Ziellinie gefahren. Ich noch weiter zu fangs holen an. Früher hattest du halt viele
Profis, sag ich mal, die den Käfer oder die Luftgekühlten gerade halt aus dem FF beherrscht haben. Und der Generationensprung vom Golf 3 auf den Golf 4 war schon ein extremer damals gewesen. Also gerade was Infotainment und so weiter, waren das schon Unterschiede, wie das zum Käfer damals war. Die Liebe zum Käfer und zum Boxermotor, die ist uns auch ins Blut gehämmert worden, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir hatten nämlich dann auch privat oder als Vorführwagen an 411, VW 411, der einen Heckmotor gehabt, war ein Kombi mit dem Kofferraum vorne und eben dem Boxer-Heckmotor. Und wenn wir dann zu meiner Oma nach Passau oder zu meiner Verwandtschaft nach Rosenheim gefahren sind, dann lagen da zwei Steppdecken hinten drauf. Als Unterlage und wir Kinder lagen dann da hinten drin mit dem Ohr auf dem Boxermotor und haben dann den Boxermotor beim Boxen zugehört. Aber diese Zeit mit dem, ich baue mir jetzt mal einen Käfer um oder ich baue mir einen NSU-TT um, mache ein bisschen größere Reifen drauf, Käfig rein, Überrollbügel und dann fahre ich mal los, das waren die 70er und die 80er und da sind wir aufgewachsen. War so. Und der stammt davon. Der erzählt diese Geschichten. Der kennt die alle. Mein Vater war auch mal Sportler des Jahres in Coburg, weil er durch seine vielen Rallyes, er war ja 26 Wochenenden im Jahr unterwegs, hat er durch seine vielen Rallyes so viele Punkte gesammelt oder so viele Erfolge eingefahren, dass er dann Sportler des Jahres wurde. Das war, glaube ich, sogar 1972. Ja, das war die Olympia-Rallye. Die ging unter anderem auch an Coburg vorbei. Sind die in 2,5 Tagen von Kiel nach München gefahren, ohne schlafen. Und da hatte er auch immer einen Proviant dabei, den meine Mutter geschnitten hatte. Das war dann bei uns in der Familie der berühmte Rennfahrersalat. Das war nichts anderes wie Tomaten und Eier und Mettwurst in Würfel geschnitten mit einer Senfsoße, aber das konntest du wunderbar in Tuberschüsseln verpacken und es einfach mit einem Löffel und einem Stück Brot dazu rauslöffeln. Da haben wir uns dann immer gefreut, wenn es als Kinder Rennfahrersalat gab, dann haben wir uns nämlich auch wie Rennfahrer gefühlt. Das war dann so richtig gut, da waren wir wieder Papa auch Rennfahrer. Klasse, es gibt wieder Rennfahrersalat. Ja, damals, wo ich vor 25 Jahren angefangen habe, da hat es halt öfters mal nach Benzin und Diesel gerochen in der Werkstatt. Jetzt ist halt mehr WLAN wie irgendwelche Kraftstoffe in der Werkstatt. Die Zeiten ändern sich halt. Alle arbeiten sie für das gleiche Ziel, einen vollen Kühlschrank am Monatsende. Und da spielt es keine Rolle, wer was macht oder wie das macht. Wichtig ist, dass es gemacht wird. Das ist die gute Arbeit.